Ja, Leute, herzlich willkommen wieder zurück hier auf meinem YouTube-Kanal. Und wie ihr ja im letzten Video gesehen habt, das E-Auto fährt wieder, Deutschlands günstigstes E-Auto. Es war so günstig, dass es also jetzt ein halbes Jahr lang rumgestanden hat und nicht gefahren ist. Aber ihr habt gesehen, ich habe die Sagenbox getauscht und mit dieser neuen Sagenbox läuft die Kiste jetzt wieder. Und weil die Videos so ein ganz klein bisschen zeitversetzt kommen, weil ich ja auch Familienvater bin und noch eine Arbeit habe und so, kommen die also ein bisschen zeitversetzt und es ist jetzt also schon wieder doch einige Zeit ins Land gestrichen, in der ich das Auto auch wirklich gefahren habe. Und ich habe jetzt also tatsächlich ungefähr 3000 Kilometer mit dem Auto auch gefahren schon. Ja, das fährt also regelmäßig mich auf die Arbeit. Wunderbar. Und in der Zeit musste ich allerdings tatsächlich diese instand gesetzte Sage im Box nochmal austauschen. Ja, das zeige ich natürlich jetzt nicht wieder hier, sondern ihr könnt hier mal sehen, ich habe versucht, die selber zu reparieren. Und zwar war da Folgendes passiert. Das Auto fuhr zwar noch, aber wenn ich einen Rückwärtsgang gedrückt habe, hat ja kein Schaltgetriebe, also muss nicht schalten, sondern es ist eine Taste, die drückt man, so ein Knopf. Und dann geht er normalerweise in Rückwärtsgang. Das Lichtchen für einen Rückwärtsgang leuchtet dann auf. Und dann fährt er rückwärts. In dem Fall fuhr er aber nicht rückwärts, sondern er fuhr nach Drücken dieser Taste, leuchtet zwar gelb, also leuchtete das richtige Lämpchen, aber der fuhr trotzdem auch vorwärts. Ich hatte also keinen Rückwärtsgang mehr, lange Rede, kurzer Sinn. Und das ist natürlich extrem lästig. Ich bin zwar eine Zeit lang so rumgefahren, immer so, dass ich dann halt, wenn ich irgendwo rückwärts fahren musste, den dann rollen lassen konnte oder so, aber ich kam auch in die ein oder andere Situation, wo ich das dann vergessen habe und dann musste ich mir Leute von der Straße suchen, die mir dann geholfen haben, die Kiste dann wieder durch die Gegend zu schieben. Das war natürlich ein bisschen peinlich, das könnt ihr euch sicher vorstellen. Nun ist das bei dem Auto also so, da seht ihr auch hier und da ein bisschen Bilder, blende ich ein, dass da gibt es so ein kleines Relais, was einfach nur den Motor umpolt, beziehungsweise es sind glaube ich zwei Relais auf der Fahrsteuerplatine, die da hauptsächlich für verantwortlich sind und die polen also den E-Motor um, sodass der einfach rückwärts läuft und dann also das Auto auch rückwärts fährt. Das wird also nicht irgendwie mechanisch vom Getriebe her übersetzt mit dem Rückwärtsgang, sondern das läuft über die Umpolung, elektromagnetische Umpolung, und zwar über diese Relais. Und ja, da bin ich auf die kuriose Idee gekommen, da ich das weiß, dass das diese Relais sind, die dann da kaputt gehen, bin ich auf die Idee gekommen, dann machst du dann halt diesmal das mal selber. Und ich habe also die Sagenbox dann wieder ausgebaut und ich habe zum ersten Mal auch tatsächlich doch die Sagenbox geöffnet. Und ihr könnt das hier so ein bisschen im Zeitraffer jetzt sehen, wie ich die da auseinandernehme und so weiter. Und dann irgendwann, wenn man dann in den Tiefen dieser Box drin verschwunden ist, dann kommt man ganz unten an die Fahrsteuerplatine. Und auf der sitzen die zwei Relais und ihr seht sie hier. Und ich habe sie auch ausgelötet und mir die neuen gekauft und neue eingelötet, aber es sind verschiedene Dinge dabei schiefgegangen. Und ich hatte ja in meinem letzten Video schon gesagt, dass ich mich da eigentlich nicht rantraue. Und besser hätte ich mich auch nicht rangetraut. Und naja, wie auch immer, ich habe es gemacht. Und was ist natürlich passiert? Ich habe mir die Fahrsteuerplatine vermurkst. Ja? Da gibt es hinten so eine kleine Platine dran. Die ist nach unten hin mit nochmal so ein paar Pins verbunden. Die habe ich übersehen und habe die mir abgerissen. Na Leute, ich habe dummerweise einen Fehler gemacht. Ihr seht, hier ist noch eine kleine Platine. Da, ne? Und da ist tatsächlich auch noch was aufgelötet. Hier so ein paar Pinne. Seht ihr die da? Das hätte ich mit abschrauben müssen. Die sind jetzt gebrochen und die muss ich mit anlöten wieder. Ha. Mist. Meine Lötkünste sind so begrenzt, ich habe sie nicht mehr dran gekriegt. Also habe ich diese ganze Fahrsteuereinheit dann wieder zu dem Herrn geschickt, der mir die letzte Sage, also der mir die Sage im Box nach dem letzten Fehler instand gesetzt hat, ich wieder hingeschickt. Und bei der Gelegenheit habe ich ihn gefragt, ob er nicht einfach noch eine neue Sagenbox in der neuesten Version, die gibt es in unterschiedlichen Evolutionsstufen, diese Boxen, und ob er nicht die neueste Version noch da liegen hätte, dann hat er mir die verkauft. Der hat mir also eine nagelneue Sagenbox mit einem nagelneuen Rechner, also 3,5er Version, die sich damit auskennen wissen, ist die neueste Version, die hat er mir verkauft für 500 Euro und die Fahrsteuerplatine, die ich vermurkst habe, aus der dann alten Sagenbox jetzt, die also zuvor instand gesetzt wurde, die hat er gekriegt, um die dann wieder zu reparieren. Und das macht er jetzt so gerade irgendwie, lässt er sich ein bisschen Zeit für. Ich hoffe dafür drin, dass es dann dafür nicht so viel kostet. Und ich habe dann jedenfalls jetzt eine fahrende Sagenbox, die jetzt auch schon lange fährt,
und ohne Probleme fährt. Und die andere, die baue ich mir dann wieder zusammen, wenn die Fahrsteuerplatine wieder da ist. Dann habe ich eine als Ersatz in der Garage. Dann kann ich immer, wenn eine Sagenbox kaputt geht, kann ich die andere einbauen und die wieder einschicken und immer so. Und ich hoffe, dass das nicht zu oft passiert, denn sonst ist das günstigste Elektroauto eben nicht mehr günstig. Und ich habe ja jetzt schon dann irgendwie umgerechnet knapp 1000 Euro zusätzlich dann auch reingesteckt. Das sind dann also plus die 1500 Euro, die das Auto gekostet hat, sind das 2500 Euro. Ja, das ist immer für ein E-Auto noch nicht viel Geld, 2500 Euro. Ja, das ist mir wohl bewusst. Aber trotzdem schadet es nicht, da ja mal zu gucken, wo man vielleicht auch wieder ein bisschen Geld mit so einem E-Auto herbekommt. Das ist nämlich tatsächlich möglich. Und die erste Möglichkeit, die hatte ich eigentlich auch schon anvisiert. Leider ist mir dann ja das Auto also stehen geblieben, da habe ich das nicht weitergemacht. Und zwar, wenn ihr ein bisschen zurückguckt in meiner Serie, da gibt es so eine Folge, wo ich mein Auto so ein bisschen gewaschen habe und so. Da habe ich anfangen wollen, das vorzubereiten, zu polieren und so weiter und richtig schick zu machen. Denn mein Ziel war, da Aufkleber drauf zu kleben, aufzufolieren. Ja? Und zwar sind das Aufkleber von meinem Stromanbieter. Das ist jetzt auch keine Werbung für den oder so. Also es ist jetzt jedenfalls nicht so, dass der mich dafür jetzt bezahlt, dass ich das hier auf YouTube sage oder so. Aber ich finde, es ist ein ganz guter Stromanbieter. Der bietet Ökostrom an. Und was der vor allen Dingen als Alleinstellungsmerkmal hat für seine E-Auto-Fahrer, da kriegt man einen vergünstigten Stromtarif fürs E-Auto-Laden. Da kriegt man, glaube ich, einen halben Cent Nachlass auf die Kilowattstunde. Und ich kann da Aufkleber auf mein Auto von dem folieren. Und dann fahre ich quasi dem seine Werbung da spazieren. Und da kriege ich aber pro Jahr 150 Euro auf die Stromrechnung nachgelassen. Das ist natürlich mega geil. Was jucken mich die Aufkleber auf dem Auto? Ist sowieso, wenn ich da am Berg mit 40 hochfahre, weil der so langsam ist und so, dann ist das gut, wenn da irgendwelche Aufkleber draufkleben, die den Leuten klar machen, das ist ein altes E-Auto. Und dann erwarten die nicht, dass ich da irgendwie mit 100 Sachen hochfahre. Ja, und hupen nicht ständig so von hinten mich dann an. Ja, das war jetzt kurz natürlich ein bisschen off-topic. Aber ich habe also jetzt erstmal angefangen, das Auto noch weiter wieder sauber zu machen. Der war mittlerweile wieder dreckig, hat mir sauber gemacht und dann ordentlich mal poliert. Ja, ihr seht ein bisschen Footage hier. Da habe ich mir, ich glaube, Autosol genommen, weil der Lack war sehr stumpf. Eigentlich ist Autosol so eine Chrompolitur. Ja, da poliert man Edelstahl und Chrom und so Metallpolitur ist das. Und weil der Lack so extrem stumpf ist, habe ich mir gedacht, na komm, da muss richtig was runter vom Lack auch. Tatsächlich so ein bisschen den Lack ankratzen, damit der also wieder seinen Glanz bekommt. Und habe Autosol genommen. Ihr seht ja hier, wie ich da jetzt dran rumpoliere. Und das ist tatsächlich anständig geworden. Ja, natürlich sieht man da so ein paar Swirls dann und so, aber weil ich das nicht mit Poliermaschine mache und jetzt auch keinen Finish da mehr drauf gemacht habe und so. Aber das ist anständig geworden. Ihr könnt hier ein paar Bilder sehen, die ich euch hier parallel dann jetzt zeige. So sieht das Auto nach der Politur aus. Wunderbar. Und dann konnte ich mich dann daran machen, diese Aufkleber drauf zu kleben. Ja? Die kamen in so einer Rolle und sind dann auf, das sind also die sind so geplottet auf so einer Transferfolie und man nimmt die dann, also man zieht so eine Folie ab und tut die dann andersrum auf das Auto drauf und zieht dann langsam sozusagen diese Transferfolie dann ab, ja. Und dann hat man die da drauf. Ich habe das an einem relativ warmen Tag gemacht. Ich habe das auch schon öfter gemacht. Ihr habt vielleicht gesehen in irgendeinem anderen Video, wo ich mal fürs Standesamt den Z4 foliert hatte, den ich damals hatte, wo ich mit meiner Frau dann zum Standesamt gefahren bin. Da hatte ich so Herzen drauf foliert. Vielleicht blende ich hier auch noch mal was ein, dann seht ihr das. Also ich habe mit Folieren auf Autos so ein klein bisschen Erfahrung. Und wenn ihr das auch mal machen wollt, macht das an einem warmen Tag. Es ist wirklich erheblich wichtig, dass, je wärmer es ist, desto besser gehen die Aufkleber drauf. Je kälter es ist, desto mehr bleiben die sozusagen ja, hart und kriegen Knicke und sowas und bilden Luftbläschen und sowas. Deswegen ist es wirklich wichtig, warm, ansonsten mit einem Heißluftföhn oder einem normalen Föhn einfach ein bisschen die Aufkleber anföhnen oder den Lack vorher bis in die Stelle, wo die Aufkleber draufkommen sollen, damit das da warm ist und die Aufkleber auch draufgehen und kleben bleiben. Ja. Die gehen nämlich auch bei Kälte leichter, wenn man die Transferfolie abzieht, dann hängen die weiter an der Transferfolie fest. Und dann muss man die natürlich auch so schön da drauf rakeln. Ich blende ja hier parallel immer schon Bilder ein, ihr seht mich das da machen und also mit so einem Rakel oder einem Spachtel oder irgendwas aus Plastik, nichts Metallisches oder einfach auch mit der Hand schön feste die Aufkleber da drauf streichen, dass die schön feste da anpappen und dann die Transferfolie abmachen. Das sieht am Ende gar nicht schlecht aus, da kommen also zwei große Aufkleber, jeweils einer auf die Seiten des Fahrzeugs und dann noch so ein Text hinten, ich fahre mit Sonne, Solarenergie und Wasserkraft, was ja nicht richtig stimmt, weil hier kommt mein Strom ja vom
vom Versorger, aber mein Stromanbieter vertraglich ist eben diese Ökostromfirma da. Und die bauen also entsprechend ihr erneuerbare Energien aus. Und ja, auf indirektem Weg fahre ich also tatsächlich dann damit. Aber es ist jetzt nicht so, dass wirklich ich Solarstrom in mein Auto tanke. Ja? So, das ist also die eine Möglichkeit. Da kriege ich schöne 150 Euro. Und jetzt gerade in dieser Zeit, wo also die Energiepreise durch die Decke gehen, ist das doch mal eine ganz anständige Sache. Da kann man sich doch drüber freuen. Im Übrigen hat als Bestandskunde dieser Stromanbieter auch die Preise bis zum Jahresende nicht erhöht. Das heißt, es ist immer noch ein sehr günstiger Stromtarif und erfreulicherweise die EEG-Umlage, die weggefallen ist, komplett an die Kunden weitergegeben. Ja, das heißt, von 30 Cent runter auf 24 Cent pro Kilowattstunde. Das ist sehr anständig. Andere Anbieter machen das so. Die schicken einem einen Brief und dann steht da drin, wir freuen uns, dass die EEG-Umlage nicht mehr erforderlich ist, nicht mehr zu zahlen ist. Wir können daher die gestiegenen Strompreise ausgleichen und bleibt der Betrag gleich zu vorher. Ja? Die geben das dann quasi nicht wirklich weiter. Ne? Sowas gibt es ja auch. Und da muss man, also kann man schon gucken. Leider ist das nur für Bestandskunden. Also wenn ihr jetzt, deswegen ist es auch keine Werbung für den Anbieter, der bietet das seinen Bestandskunden weiter auch so günstig dann erstmal an. Aber wenn ihr jetzt neu dahin wollt, dann sind die Preise leider doch eben für Neuvertragskunden dann doch teurer. Ja, aber es ist vielleicht ein Blick wert, sich da mal umzuschauen. Sollte es sowas geben, habe ich vielleicht sogar so einen Transfer-Link unten in der Videobeschreibung drin. Dann könnt ihr da draufklicken, dahin. Da kriege ich dann vielleicht noch ein paar Cent sogar auch dann irgendwie für Kunden. Wir werben Kunden oder so. Da würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr das macht. Ja, und dann kommen wir zum nächsten Punkt. Also 150 Euro kann ich wieder absenden, 850 Euro Investition. Die sogenannte THG-Quote, das ist was Geiles, THG-Quote, Treibhausgasemissionshandel, ja, Zertifikatehandel. Und da gibt es seit neuestem die Möglichkeit, also eigentlich nicht mehr seit neuestem, sondern seit Anfang des Jahres, aber da wurde schon viel Werbung vorher für gemacht, dass auch private Endkunden über einen Provider dann am Zertifikatehandel teilhaben können, indem sie also für ihr E-Auto Emissionszertifikate, Treibhausgaszertifikate erwirtschaften und die dann auch verkaufen können, ja, an die Industrie zum Beispiel, also an CO2-ausstoßstarke Unternehmen, die diese Zertifikate benötigen, um eben zusätzlich CO2 ausstoßen zu dürfen. Und das habe ich gemacht. Den Anbieter erinnere ich ehrlich gesagt gerade nicht, aber ich habe auch da einen Link unten. Also wenn euch das interessiert, wenn ihr ein E-Auto habt und auch eure THG Zertifikate verkaufen möchtet, da kriegt ihr einen guten Betrag. Und das hat auch tatsächlich geklappt. Daher kann ich also nur von meiner Erfahrung sprechen. Das hat bei dem Anbieter, den ich da verlinke, hat das tadellos funktioniert. Und zwar habe ich dort 375 Euro im Jahr bekomme ich da für mein THG, für mein Emissionszertifikat, was ich da also über diesen Provider verkaufe. Die geben das fast in voller Höhe an den entsprechenden Kunden weiter. Ich glaube 91% sind es am Ende für das erste Jahr und dann sinkt das irgendwie im zweiten Jahr auf 87% oder so, was man bekommt. Der Rest behalten die als Provision. Denn direkt kann man leider, also auf einem ganz direkten Weg kann man das nur machen, wenn man gewerblich also in der Industrie ist oder so. Als privater Endkunde muss man da so einen Provider haben. Aber trotzdem, das ist wunderbar. Und die garantieren einem auch so einen Betrag und dann ist es jetzt sogar ein ganz klein bisschen mehr, weil eben in diesem Zertifikatehandel, die werden ja also über einen freien Markt letztlich gehandelt, diese Zertifikate. Das bedeutet also, es kann durchaus sein, dass also auch da höhere Preise dann durchaus erzielt werden und die geben die dann eben auch weiter. Kann zum Beispiel sein, im nächsten Jahr kriege ich nicht nur 375, sondern vielleicht 425 Euro oder so im Vergleich. Ja, kann auch weniger sein natürlich. Auch da ein Link und wenn ihr da drauf klickt, kriege ich dann auch hier auf meinem Provider-Konto für Kunden werben Kunden oder so auch wieder noch so einen kleinen Betrag gutgeschrieben. Das muss ich der Ehrlichkeit halber ja auch sagen. Aber ich freue mich natürlich, wenn ihr das darüber macht. Da unterstützt ihr mich natürlich hier und auch meine Arbeit auf diesem YouTube-Kanal. Genau, also Aufkleber drauf, THG-Quote beantragt, wunderbar. Das sind 375 Euro plus 150 Euro, also etwas über 500 Euro. Und da kann ich locker die Steuer, die Versicherung und sogar noch einen kleinen Teil der Investitionskosten dann von bezahlen. Das heißt, das Auto, das verdient sogar beim Rumstehen ein bisschen Geld. So von der moralischen Seite her, ja gut, das ist natürlich mit diesem THG-Handel
Ich habe da jetzt Ökostrom in meinem Fahrzeug, also ist das in Ordnung. Aber es bekommt tatsächlich jeder, der so ein Auto hat, diese Zertifikate, kann die verkaufen, ja, über diesen Provider oder einen anderen. Und selbst wenn man da also den dreckigsten Kohlestrom jetzt reintankt in sein E-Auto, dann kann man trotzdem CO2-Zertifikate verkaufen. Und dass sowas möglich ist, das ist natürlich, das sind ja Taschenspielertricks, ja. Wenn ich verbrauche CO2, krieg so ein Zertifikat, verkauft es an die Industrie, die stoßen noch mal mehr CO2 damit aus, obwohl ich ja dann auch schon theoretisch CO2, also ich ja nicht, weil ich ja Ökostrom habe, aber dann, wenn ihr jetzt irgendwie beim Grundversorger seid oder so und die kriegen ihres aus Gas und Kohle und was weiß ich, also einen typischen Drittelmix, den es so gibt, haben ja schon relativ hohen Anteil Erneuerbare im Strommix in Deutschland. Aber dann ist das natürlich eine Milchmädchenrechnung, aber so läuft das halt hier, ja. Gut, aber wollen wir jetzt nicht politisch werden oder so und uns einfach jetzt dann eben drüber freuen. Ich rate natürlich dazu, das ehrlich zu machen, so ein Zertifikat zu verkaufen, wenn man auch einen entsprechenden Ökostromtarif hat und nicht einfach so, das hat irgendwie, das ist der ganzen Sache, irgendwie wird das natürlich überhaupt nicht gerecht, dass man da irgendwie Emissionseinsparungen vornehmen möchte, ja. Genau. Dann habe ich noch beim Auto die Kohlen mir nochmal angeschaut. Der Motor hat ja, ist ja kein bürstenloser Motor, sondern er hat so Kohlebürsten und die sind an so einem Kollektor dran und da wird der elektronische Kontakt also hergestellt dann letztlich. Und die muss man immer mal kontrollieren und tatsächlich, ihr seht das jetzt auch hier, da hänge ich unterm Auto mal wieder, ne? Und da gibt es so eine kleine Inspektionsklappe da unten drunter, da wo der Elektromotor sitzt. Ihr seht auch, die ist ein bisschen verölt, der Motor ist innen ans Getriebe angeflanscht und da hat er so ein Planetengetriebe, dieser Wagen. Und dieses Planetengetriebe, an der Flansch ist so ein Simmerring und der wird schon mal undicht bei den Autos. Und das ist in der Regel so bei 80.000, 90.000, 100.000 Kilometern der Fall, dass der dann durch ist. Aber jetzt ist das Auto 25 Jahre alt und dann spielt das Alter natürlich auch noch eine gewisse Rolle. Das heißt, die werden dann auch aufgrund des Alters irgendwann ein bisschen hart und spröde, diese Ringe. Und ich habe das Öl natürlich jetzt dann alles sauber gemacht, diese Inspektionsklappe, und auch innen das Öl also weggemacht. Das tropfte jetzt noch nicht oder so. Ist aber interessant, dass ein E-Auto einfach dann, guckst du, da drunter hängt genauso Öl da wie bei einem Verbrenner, wo man eigentlich nicht mit rechnet. Naja, ist halt so. Und das muss ich jetzt auch weiter beobachten, weil wenn da jetzt ein nennenswerter Ölaustritt an diesem Simmerring schon ist, ich denke mir einfach, da ist noch nie nachgeguckt worden. Die Kohlen sahen auch noch nicht so aus, als hätte jemals da jemand nachgeguckt. Zeige ich euch gleich noch. Aber wenn da ein nennenswerter Ölaustritt ist aus diesem Simmerring, dann kann das sein, dass der geht dann auf die Kupferwicklung vom Motor. Und diese Kupferwicklungen, die kriegen dann natürlich einen anderen Innenwiderstand. Und das führt dann zu einem sogenannten Isolationsfehler. Das heißt, dann erkennt das Steuergerät einen zu hohen Widerstand und schaltet dann unter Umständen tatsächlich erstmal geht ein Warnlämpchen an und irgendwann schaltet es den Schütz an, beziehungsweise dann fällt der Schütz ab und der Motor geht aus. Also da muss man auch gucken, man sollte keinen Ölaustritt haben, der zu also die Wicklung dann am Ende beschädigt und beziehungsweise also da den Innenwiderstand dran verändert. Und deswegen gucke ich jetzt einfach nach ein paar tausend Kilometern, die ich fahre, mache ich diese Inspektionsluke nochmal auf und gucke, ob da Öl nachgetropft ist. Und wenn das 2-3 Tröpfchen sind, dann ist mir das egal. Aber wenn da wieder so eine Lache drin ist, ja, dann muss ich mir halt überlegen, ob ich irgendwann diesen Simmerring nicht auch mal vielleicht tauschen muss, was ein bisschen Arbeit bedeuten würde, denn da ist Motor raus, Getriebe raus, das ist nicht wenig, viel wenig, also es ist schon weniger Aufwand als beim Verbrenner, ja. Nee, eigentlich ist es nicht weniger Aufwand, man muss ein Getriebe von einem Motor lösen und das ist beides schwer und dann unterm Auto rum gemache, also ja, weiß ich noch nicht. Mal gucken, was ich dann da mache. Jedenfalls, hier seht ihr, dann habe ich die Kohlen da rausgepult. Die Kohlen, die sind in so einem kleinen Hals, so einer kleinen Halterung drin. Und da sitzen, die werden von unten mit so einer kleinen, runden Spiralfeder gehalten in dieser Halterung, ja. Und werden an den Kollektor dran gedrückt. Den Kollektor seht ihr da, dieses Riffelding, ja, dieses geriffelte Teil. Und dann den untersucht man auch, ob der ein bisschen eingelaufen ist oder so, weil die Kohlen, wenn die dann sich abfahren, dann ist die Kohle weg und da ist nur noch dann Metall. Und das Metall, das lässt natürlich diesen Kollektor einlaufen, ne? Weil das ist zu hart, das Material, das trägt dann auch vom Kollektor ab. Und man kann dann da mit dem Finger ein bisschen fühlen und gucken, ob da
ob da irgendwie Riefen drin sind oder so. Ihr seht da auch farbliche Unterschiede, die sind eigentlich egal, das ist nicht so ein Problem. Aber wenn Riefen drin sind natürlich, ne, dann ist der Kollektor eingelaufen. Das Problem dann auch mit neuen Kohlen, die laufen dann eben ein bisschen anders und verklemmen sich unter Umständen da. Dann gibt es dort also Lichtblitze und so und dann verbrennen die und was weiß ich. Also das ist dann schon mal mitunter nicht so schön. Jedenfalls diese Kohlen hier bei mir sind völlig abgefahren. Das Auto hat scheinbar in seinem ganzen Leben jetzt mit irgendwie 63, 64 60.000 Kilometern noch nie einen Kohlewechsel gehabt. Die ersten Kohlen, der Wagen hat 96.000 runter. 596, die sind noch nie getauscht worden. Na dann, hervorragend, dass ich das jetzt mache. Alle 60, 50, 60.000 sollte man den halt eben auch machen, ne? Und hier sieht man auch wieso. Die Kohle, die ist also schon über die Markierung abgefahren. Also eine neue Kohle, die hat etwa doppelt so viel Fleisch drauf, ja, und da gibt es also so eine Grenzmarkierung und sobald die überschritten ist, besteht dann eben die Gefahr, dass die Metallkontakte in den Kohlen, da gehen ja zwei Kabel hin und die sind an Metallkontakten und die sind dann in den, darüber ist dann eben diese Kohle, Graphit, was das auch immer für ein materielles Zeug und wenn diese Metallkontakte da eben schon rausgucken, was zum Glück bei mir nicht der Fall ist, wie ihr hier sehen könnt, ist also alles noch schön blank und alles noch schön Kohle, aber wenn das passiert, dann kriegt man eben Kollektorschaden. Das würde in vielen Fällen bedeuten, Motor raus, zum Instandsetzer, teuer Geld bezahlen, viel Arbeit haben. Ne? Ist hier zum Glück noch nicht so weit gewesen. Leider haben die Kohlen mich meine THG-Quote gekostet. Ja, nicht ganz, aber 200 Euro für so vier kleine Kohlebriketts mit zwei Stromkabeln dran habe ich dafür latzen müssen. Ja, und man kann sich für Originalkohlen, also wirklich noch PSA, also die originalen Kohlen, die da reinkommen, kann man sich da auch nicht günstiger behelfen. Das bieten noch ein, zwei Leute an, diese Dinger, ja, weil das Auto so selten ist, gibt ja nur 3500 von dieser Bauart plus noch die entsprechenden baugleichen Modelle, also nicht viele. Das ist also ein totaler Nischenbereich und Ersatzteile sind da rar gesät, ja. Und demzufolge habe ich also diese teuren Kohlen investiert. Manche kaufen sich Kohlen von irgend so einem Gabelstapler oder so, die sind so ähnlich, da muss man aber ein bisschen was abfeilen, damit die auf das Maß kommen von dem Auto hier, ja, von dem PSA-Fahrzeug. Und das ist mir aber zu blöd gewesen. Ich will jetzt nicht irgendwelche Briketts schleifen und dann hoffen, dass die da nicht drin verklemmen oder sonst was. Sowas kann ich nicht, das ist mir zu heikel. Die hier, die haben genau direkt gepasst. Also dann eingebaut, man biegt diese kleine Feder runter, setzt die neue Kohle ein, schraubt die dann da fest. Dann muss man noch so einen kleinen Kollektor, den muss man lösen. Da gibt es so zwei Schrauben, die den sichern sozusagen in der Position, in der der dann eben da ist, beziehungsweise nicht den Kollektor, sondern die Kohlebrücken, also die sind in so einer Halterung, sind insgesamt vier Kohlen, ja, und unten sieht man nicht nur die erste, dann muss man diese Halterung am Kollektor entlang drehen, damit man an jede Kohle von unten drankommt, die rausbekommen kann. Und so macht man das und wenn man einmal rum ist, dann hat man also alle Kohlen getauscht, ist wieder bei der ersten, dann macht man diese Schraube wieder fest, schraubt alles wieder zu, alle elektrischen Verbindungen wieder dran, ja, und hat dann also die Kohlen getauscht. Und dabei ist jetzt wichtig dann, wenn man die einfährt, dann sollte man da nicht Volllast fahren. Die Kohlen, die müssen sich einlaufen, ja. Das ist so, ja, muss ich an diesem Kollektor einfach, die schleifen sich an dem ab und müssen dann einfach da quasi lernen, sauber dran zu laufen. Ja, das ist blöd formuliert, die lernen das nicht natürlich, ne. Also die müssen einfach da sich drauf einschleifen auf diesen Kollektor und deswegen fährt man die ersten 1000 Kilometer dann theoretisch nicht mit Volllast, mache ich aber sowieso nicht mit dem Auto, weil ich dann ja überhaupt keine Reichweite habe, also ich zockel da immer mit meinen 40 bis 60 km/h über Land durch die Gegend und dafür ist es gemacht, dafür spart mir das Auto viel Geld bei den momentanen Diesel- und sonstigen Spritpreisen, ja. Da sind jetzt umgerechnet Kosten von 3,50 Euro, 3,60 Euro auf 100 Kilometer, was ich mit dem Auto habe. So günstig bin ich noch nie Auto gefahren, ja. Und für Kurzstrecke reicht das allemal. Und das ist also eine schöne Sache. Und jetzt ist das Auto auch tatsächlich dann so, dass es wirklich so fährt. Einfach, man kann sich reinsetzen und ich bin da sehr zufrieden mit, auch wenn natürlich ein paar Sachen schief gegangen sind, ne?
und fahre da aber jetzt relativ zufrieden mit durch die Gegend. Das ist ein schönes Auto, ich mache das gern. Wir sind sogar schon mit der ganzen Familie, also meine Frau und die zwei Kinder, die passen da rein mit einem Kinderwagen noch. Das ist zwar ein bisschen abenteuerlich, aber das macht richtig Spaß. Und da haben wir schon Ausflüge auch mitgemacht auf irgendwelche Wochenmärkte oder so, oder Kirmes, Stadtfeste und sowas. Oder einfach auch ins Tal und auf die Insel oder so. Das ist richtig cool und ist einfach ein schnuckliges kleines Auto, was nicht teuer ist, was einem hier und da auch ein bisschen Geld spart und einfach auch Spaß macht. Ja. Und ja, ich freue mich darüber. Ich freue mich natürlich auch, dass ihr meine Videos guckt, dass ihr daran interessiert seid. Ich hoffe, euch hat das Video bis hierhin gefallen. Das war jetzt so ein kleines Update, was bisher jetzt dann so an dem Auto also gelaufen ist. Und natürlich kommen auch noch ein paar Sachen. Das Auto muss jetzt aktuell zum TÜV und da werde ich dem nächsten Video drüber machen, wie ich das TÜV fertig mache und was dabei noch an Dingen also erledigt werden muss, eventuell. Ja. Und dann wollte ich euch ja auch noch meine Ausrüstung zeigen, die ich also mir gekauft habe, um die Batterien, die Akkus instand zu setzen, beziehungsweise also die Reichweite nochmal erhöhen. Ich habe mir ein paar Blöcke gekauft, um die auch möglicherweise auszutauschen. Die so ein bisschen schwächeln, will ich eigentlich rauswerfen und ordentliche neue rein tun, obwohl ich einen Akkusatz von 2011 habe, der eigentlich so schlecht noch nicht ist, aber es macht den Anschein, als würden so ein, zwei Zellen schon da auf jeden Fall, so vor allen Dingen, wenn es ein bisschen kälter ist, dann geht da schon ein bisschen ja, Reichweite weg und die Spannung bricht dann schon etwas schneller ein. Ja. Ich hatte meinen bisherigen Reichweitenrekord, der lag bei 95 Kilometer an einem schönen heißen Tag und mit also allen Idealbedingungen, die man sich so vorstellen kann. Schön warm beim Laden. Auto auch schön tief entladen, ja, sodass die Nickel-Cadmium-Akkus da auch immer leer gefahren werden und an eben einem heißen Tag und dann beim Fahren war es auch relativ warm. Jetzt, wo es kälter ist, dann ist die Reichweite auch schon mal auf 60, schon mal auf 50 Kilometer wieder runter. Also da seht ihr, da schwankt die Reichweite natürlich mit diesem Nickel-Cadmium-System doch deutlich und da muss ich also theoretisch eigentlich auch mal ran, aber für den Moment kann ich eigentlich sagen, ist dieses Auto wirklich schön, fährt schön. Ja, und ich freue mich, wie gesagt, wenn ihr die Videos guckt, abonniert gerne meinen Kanal, da freue ich mich, gebt einen Daumen hoch für das Video und wenn ihr einen Kommentar schreibt, da freue ich mich natürlich auch immer, also haut da in die Tasten. Drückt auch die Glocke, damit ihr keins von meinen zahlreichen Videos verpasst, ja, die ja quasi also täglich hochgeladen werden. Ja, und dann freue ich mich eben sehr, dass ihr das Video angeschaut habt und hoffe, wir sehen uns dann wieder im nächsten Video. Bis dann, macht's gut!